Ja, hallo, ich bin der Markus und wir haben seit Ende letzten Jahres diesen Shop hier in Hallein eröffnet in der Altstadt. Das ist letztes Jahr, im Laufe des Jahres, also eine Idee eines ehemaligen Zivildieners bei uns in der Werkstatt in Hallein entstanden und unserer Einrichtungsleitung, der Verena Reitzamer. Die haben dann gemeinsam diese Idee gesponnen, dass wir irgendwo uns in der Hallener Altstadt Geschäftslokal suchen und da einfach im Sinne der Inklusion einen Shop eröffnen, wo wir einfach auch in der Altstadt präsenter sind, weil wir einfach bis jetzt unsere Werkstätte sehr am Rande von Hallen haben, liegen haben, sehr ruhiger Platz, das hat seine großen Vor- und Nachteile und in dem Sinne ist dann diese Präsenz in der Hallener Altstadt einfach ganz was Konträres und was sehr Ergänzendes für uns und in dem Sinne ist noch diese Idee entstanden und die hat dann sehr schnell Form angenommen und wie gesagt, seit Ende des Jahres haben wir da jetzt unsere Türen und Tore geöffnet und wir sind sehr glücklich damit. Mhm. Was ist das Geschäftsmodell? Genau, das setzt sich im Prinzip aus einem Shop im Shop zusammen. Wir bieten da auf der einen Seite von externen Dienstleistern und Künstlern und Einzelpersonen, die können bei uns Fachal mieten und können da ohne hier präsent zu sein ihre Waren verkaufen. Und dazu noch an da, dass wir aus unseren Werkstätten, die wir so im ganzen Land haben, da die Produkte da im Haus haben und die dann auch anbieten, genau. Und dann die Firma List, die uns da diesen Shop mit initiiert hat, die bietet auch ihre Produkte, die ist im Salzhandel tätig und die verkauft man da auch. Und in dem Sinn haben wir doch ein relativ vielfältiges Angebot und wir haben eine sehr, sehr gute Rückmeldung im Kundenseits und natürlich darf das Ganze noch bekannter werden, aber für das brauchen wir einfach auch Zeit und genau. Das heißt, der Kunde mietet bei euch ein Fach, bestückt es mit seinen Produkten, ihr verkauft für ihn und kriegt dafür die Fachmonatsmiete. Genau, das ist auf die Kürze ganz korrekt gesagt. Genau, wir heben auch keine weiteren Provisionen ein. Das ist im Prinzip mit der Fachmiete abdeckt und genau. Genau, das sieht man da hinter uns. Wir haben gegenwärtig momentan an die 20 bis 25 externe Mieterinnen und das variiert von Zeit zu Zeit. Natürlich ist in der Weihnachtszeit mehr und verstärkt nachgefragt und so. Es gibt ruhigere Zeiten, aber wir müssen da unsere Erfahrungen erst machen. Wie viele Klienten sind im Schnitt hier und sind das immer dieselben? Wenn man so will, ein Klientenrat. Also wir als Mitarbeiter, wir wechseln uns ab und wir sind im Schnitt auch in der Woche herüben und die Klienten haben also, wir haben so zwei oder drei Räder in etwa, wo im Schnitt 3 bis 4 bis 5 Klienten da sind und dass sie im Sinne einfach auch der Wahlfreiheit wirklich auch die Möglichkeit haben, sich einmal zu entscheiden, lieber herüben verstärkt oder sind sie in der Werkstätte und damit haben sie einfach auch eine Vielfalt an Arbeitsangebot. Sie nehmen ihre Arbeiten, die dann für herüben passen, mit und nach Möglichkeit führen sie es dann da durch und sind einfach unmittelbar ins Verkaufsgeschehen integriert und kriegen alles mit. Das heißt, das Geschäft ist halb Verkaufsfläche und halb Werkstattfläche. Genau, so kann man das sagen. Und also die Arbeiten, die sich halt einfach für herüben, für einen Geschäftsbereich eignen, die können wir einfach herüben anbieten. Und aber das hat sich sehr gut bewährt. Und wie du siehst, das sind hochkonzentrierte, gerade bei der Arbeit, heute sind 3 Leute da, die Manu, die Anetta und der Martin und genau. Manuela Kastner, es freut mich, dass deine vielen Aufgaben als Selbstvertreterin dir noch Zeit lassen, dass du hier im Geschäft arbeiten kannst und mir ein Interview gibst. Wie läuft's bei dir? Ja, wie gesagt, es sind schon sehr viele Arbeiten, aber ich habe natürlich auch noch ganz viel Freiraum für den Job, was mich sehr freut. Und ich bin eben auch zweimal in der Woche hier, immer Donnerstag und Freitag und produziere da auch ein bisschen.
meine Aufgaben hier im Geschäft sind aktuell produzieren für unser Fachhalt oder für meins aktuell oder zur Sparkasse runterzugehen, weil wir da irgendein Geld brauchen oder Geld abholen oder auch wenn Kunden einer kommen, die Kasse zu machen. Eigenes Facherl? Du hast selber ein Facherl hier im Geschäft? Ja. Was ist das für eins? Ich verkaufe da ganz viel so Tischdeckerl, Untersetzer für Gläser oder was jetzt nicht hier ist, was ich aber eigentlich auch verkaufe, sind Topflappen. Und verkaufst du das für dich selber? Mhm. Oder du kriegst das, was da verkauft wird? Genau. Das kriegst das du? Das verkaufe ich für mich selber dafür. Mhm. Du bist also nicht nur tüchtig, sondern auch geschäftstüchtig. Genau. Ich habe vorher gesehen, dass du was gestrickt oder gehäkelt hast. Ja. Ist das dann auch fürs Fach? Ja, genau. Genau. Wenn du nicht im Geschäft bist, sondern in der Werkstatt, was sind das deine Lieblingsarbeiten? Ja, doch. Auch hier habe ich mal mit den Kollegen ausgemacht, dass ich per Häkeln und Stricken weitermachen darf. Und ich probiere auch gerade, aber das wird nicht für den Job sein, dass ich Socken stricke. Genau. Strickst du dir selber einen Pullover? Wäre noch mein Ziel, aber so weit bin ich noch nicht. Genau. Florentine Putz, du bist stellvertretende Werkstättenleiterin hier in der Werkstätte Hallein und machst auch Dienste in eurem neuen exklusiven Shop. Genau. Was gefällt dir besser? Ich konnte mich nicht entscheiden, ich mag beides gern und es ist total klasse, dass man die Abwechslung hat. Genau, also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, nur im Shop arbeiten, es ist aber auch fein, mal vom Werkstättenalltag in den Shop zu gehen und da mit der kleinen Gruppe dann ein bisschen das Shop-Leben zu haben. Ist einfach nochmal ganz was anderes da. Die Erfolge, die ihr mit dem Shop habt, die Entwicklung, entspricht das euren Erwartungen? Also für mich total. Also ich freue mich voll. Ich finde, wir haben Unglaubliches da geleistet, sei es unsere Lebenshilfe internen Handwerker, die ja eine extrem tolle Atmosphäre in dem Shop geschaffen haben. Auch die Klienten von der Umstellung, weil sie doch sie sich auch an ein neues System, Struktur, Wochenrad gewöhnen haben müssen. Also auch von uns Mitarbeitern natürlich. Also ja, also ich bin voll happy. Ja, genau. Hilde Tapp und Seppi Quenberger, ich habe euch jetzt gerade von der Arbeit weggeholt. Ihr macht Holz für die Ofenanzünder. Ja, du. Wenn ihr in der Werkstatt seid und ihr seid aber auch ab und zu im Shop, wie gefällt es euch im Shop? Cool. Ja, Papa. Shop ist super. Ja, Papa. Ja, wie oft in der Woche seid ihr drüben? Freitag. Montag und Freitag. Ja. Und in der Werkstatt, was macht ihr da für Arbeiten? Ihr werdet nicht immer nur Holzanzünder machen, oder? Die Küche machen wir. Ja, gut. Mit dem Küchendienst auch machen wir die Küche. Mhm. Schatten machen wir auch. Ja, Torten. Was nun? Hakerl.
Gärten. Handübung, weil ich habe mir mal die Hand gebrochen, da muss ich die Handübung machen. Ja. Das mache ich auch. Ja. Für die Leute, die die Lebenshilfe nicht so gut kennen, Hackerl sind, ihr steckt Vorhang, Hackerl zusammen und Schorten. Ist das das für die Balbensträuße, wo ihr die Holzschatten bunt anmalt, die dann auf die Balben? Ja, auf dem Palmbüschen. So Ostern auf dem Palmbüschen drauf. Ja. Ja. Was ist am lustigsten? Alles. 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 Ja, ja. 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 Mhm. Ihr schaut beide gut aufgelegt und zufrieden aus. Seid ihr immer so gut drauf? Ja. Ja, schon. Ja. Das freut mich, weil es ein Zeichen ist, dass euch in der Lebenshilfe gut gefällt. Ja, das gefällt. Dann wünsche ich euch weiterhin noch alles Gute und danke. Es möge euch erhalten bleiben, dass ihr immer so viel Spaß habt. Ja. Danke. Genau. Bitte.